Also Sie wissen schon, dass wir Sie deswegen anzeigen könnten, ha? Nur eine hauchdünne Glaswand trennt mich vom Zorn des deutschen Staatsdieners. Ging es nach diesem Turmwächter, hätte meine Wenigkeit hinter seinem Grenzwall rein gar nichts verloren. Zwischen seinen Fingern baumelt der Grund seiner Empörung. Mein weinrotes Stück Identität im zerfledderten Vintage-Look, der ihm offensichtlich rein gar nicht gefällt. Bedrohlich schwappt sein gewaltiger Wohlstandsbauch über die Tischkante, als er sich kerzengerade aufrichtet und mich bitterböse anstarrt. Beschädigung für Staatseigentum und Respektlosigkeit, junge Dame! Jammert er, als er mir widerwillig meinen Reisepass zuschiebt. Ich verstaue das 32 Seiten schwache Dokument in meiner Handtasche und verlasse beschämt den Grenzposten. Einige im Erdboden versunkene Momente später nutze ich den meditativen Moment am Gepäckband, um das patriotische Sakrileg ein bisschen näher zu betrachten. Dort steht Reisepass, aus dem lateinischen Passare, der seiner wahren Bedeutung bei erst im französischen Passeport vollkommen gerecht wird. Das Tor passieren dürfen. Ausnahmslos. Also eigentlich halte ich in meiner Hand nichts weiteres als eine überaus schicke bordeauxfarbene Eintrittskarte zur Welt. Texte. Denn stattdessen handelt es sich hier über meine bürokratische Formalität. Verziert mit diesem goldenen Wappentier, einem Adler, Vater Greifvogel, der das Gefühl von patriotischer Zugehörigkeit aber nicht willkürlich verteilt, sondern nur an Küken aus der eigenen Bodenhaltung. Denn sollte es ein fremder Vogel wagen, in seinem Nest zu landen, dann werden diesen die Flügel gestutzt, bis er sich seine neue Kennzeichnung verdient hat. Zu deinem Adler macht ihn das aber noch lange nicht. Er bleibt ein fremder Vogel im exotischen Federkleid ohne Nest, aber dafür mit Herkunftsbescheid, auf dem bis in alle Ewigkeit ein riesengroßer Stempel prangt. Du bist nicht willkommen in unserem Adlerland. Eines der ersten deutschen Wörter, die ich fehlerfrei buchstabieren konnte, war Aufenthaltserlaubnis. Aufenthaltserlaubnis. Ein mickriger blauer Karton, der mich stets daran erinnern sollte, dass ich in meinem belgischen Zuhause zwar toleriert, aber noch lange nicht akzeptiert war. Denn während meine Mitschüler für ihre Pässe nach Brüssel fuhren, schickte meine Mutter Nachweise meiner Existenz nach Berlin. Auf dem Rückschreiben tauchte neben meinem Namen eine Karteinummer auf und dieses Wort: Auslandsdeutsche. Ha! Auslandsdeutsche! Auslandsdeutsche, das sind Deutsche, die im Ausland leben oder im Ausland geboren wurden und eigentlich gar nicht deutsch sind, aber aus geografischem Anlass halt ein Anrecht auf dieses Paradoxon haben. Auslandsdeutsche. Nur, dass es sich bei meinem Geburtsort eben nur um einen Ort handelt. Ein Ort, wo meine erschöpfte Mutter die Fruchtblase platzte. Ein Ort, dem zwar mein erster Schrei gebührt, aber der Rest von mir umgehend exportiert wurde. Über die Grenze, in ein anderes Land. Und dennoch lautet meine Definition deutsch. Obwohl ich eigentlich rein gar nichts damit anfangen kann. Und warum ist dem so? In dieser Welt wird dir die Nationalität auf Papier gebrannt. Geburt entscheidet über deinen Werdegang, über ein Leben in Freiheit oder Gefangenschaft, wo die Lücke zwischen Integration und Immigration ins Unmögliche klafft. Verlorene Zugvögel auf der Suche nach einem Nest, das sich nach Heimat anfühlt. Migranten aus dem Niemandsland, die auf endlosen Kulturübergängen balancieren, weil Wurzeln nie die Möglichkeit hatten, mit Mutter Erde im Vaterland zu fusionieren. 132.675.000 Geburtstage gibt es pro Tag weltweit. Damit ist dein Pass unterm Schnitt genauso viel wert wie ein Lottogewinn. Ja! Yeah! Glückwunsch! Aber über dich als Mensch sagt das rein gar nichts aus. Und wann hast du über dieses Glück das letzte Mal bewusst nachgedacht? Da, wo ich herkomme, nennt man Menschen wie mich nicht Ausländer, sondern Grenzgänger. Grenzgänger, das sind Menschen, die zwischen Landstrichen hin und her segeln, deren Tagesabläufe aus mehreren Nationen und noch mehr Sprachen bestehen. Grenzgänger verstehen, dass man umgehend Fremder ist, sobald der erste Schritt die eigene Türschwelle verlässt, und deswegen wollen wir, dass die Welt näher zusammenwächst. Grenzgänger, das sind Menschen, für die Schranken nicht existieren, weil allerwelts Tore stets sperrangelweit offen stehen. Keine Zäune oder Beamten, die den Weg ins Weite trennen, weil wir Zollhäuser und Mauern höchstens als Mahnmal kennen. Okay. Vielleicht so ein verzierender Grenzwall, der den Übergang ins Nachbarland fließend markiert.
aber Einreisende niemals zu Eindringlingen degradiert. Ich stehe immer noch am Gepäckband. Mein Koffer fährt bereits zum dritten Mal an mir vorbei, als ein Flughafenmitarbeiter auf mich zukommt und fragt, ob alles in Ordnung sei. Ich schaue ihn lange an und sage schließlich, weißt du, ich will in einer Welt leben, in der uns keine kleine Plastikkarte voneinander trennt. Eine Welt, in der Menschen eben hingehen können, wo es ihnen gerade gefällt, denn wir sind keine Karteinummern, wir sind Lebewesen. Und man stelle sich vor, Zugvögel könnten im Herbst nicht mehr lange abheben, einfach weil da jemand steht und sagt, nee, sorry, Grenze geschlossen ist nicht. Da sagt der Zugvogel, weißt du was? Grenzen sind mir ziemlich unwichtig. Und das sind sie auch. Grenzen sind ziemlich unwichtig. Unser offenes Europa nimmt man uns nicht. Dafür kämpfen Menschen hoffentlich wie du, wie du, wie du, wie du, Menschen wie ich.